Wie schon gesagt, die Eigenwerte eines charakteristischen Polynoms sind die Lösungen der Gleichung. Determinante von a minus lambda mal e ist gleich 0. Dabei ist a die Matrix der Koeffizienten, in der Regel quadratisch, und e die Einheitsmatrix passender Größe. Der zum Eigenwert lambda i, da gibt es ja in der Regel so viele wie Potenz, also wenn das Ding eine quadratische Matrix ist, kommen wir auf ein Polynom vom zweiten Grades, gibt es auch zwei Eigenwerte. Dann gibt es auch dazu zwei in der Regel bis zu zwei Eigenvektoren. Es gibt immer n Eigenwerte und bis zu n Eigenvektoren. Woran das liegt, zeige ich Ihnen gleich. So, und der Eigenvektor ergibt sich als Lösungsvektor, wenn man den Eigenwert einsetzt und abzieht und dann die xi ausrechnet. Xi wird zumeist normiert angegeben, das heißt, er hat die Länge 1. So, machen wir das mal anhand eines Beispiels, das ist immer etwas anschaulicher. Wir wollen von der Matrix A minus 2, minus 5, 1, 4 die Eigenwerte und die Eigenvektoren haben. EW steht immer für Eigenwert, EV für Eigenvektor. So, was müssen wir machen? Wir müssen erstmal in der Diagonalen lambda abziehen. Das kann man direkt hinschreiben. Minus 2 minus lambda minus 5 bleibt 1 bleibt 4 minus lambda. Das ist eine Determinante. Wir erinnern uns, bei einer Determinante haben wir über Kreuz multipliziert und die Hauptdiagonale genommen und davon die Nebendiagonale abgezogen. Über Kreuz multipliziert und einmal minus 5 sind minus 5 von abgezogen, gibt plus 5. Das Ganze kann man ausmultiplizieren, Polynomen draus machen und zum Beispiel der Taschenrechner, Satz von Beta oder was Ihnen einfällt, man kann hier also auch wirklich einfach mal hingucken, liefert lambda 1 gleich minus 1 und lambda 2 gleich 3. Das sind die Eigenwerte. Jetzt kann ich zu jedem Eigenwert, den ich habe, einen Eigenvektor bestimmen. Das heißt, wenn ich mir das jetzt angucke, nehme ich zum Beispiel mal lambda 1 gleich minus 1, dann setze ich hier in die obere Determinante anstelle von lambda minus 1 ein. Das heißt, 2 minus minus 1 sind minus 1. Minus 5 bleibt, 1 bleibt. 4 minus minus 1 sind 5. Mal xi soll gleich 0 sein. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mir angucke, das sind zwei gleich nur mit minus 1 multiplizierte Gleichungen. Also reicht es eine zu betrachten, minus 1 minus 5x2 ist gleich 0. Wir können natürlich dafür auch schreiben, x1 ist gleich 5x2. So, entweder ist x1 oder x2 frei wählbar. Und wenn wir keine Brüche haben wollen, wählen wir zum Beispiel x2 ist gleich Alpha und dann kriegen wir x1 ist 5 minus 5 Alpha. Da fehlt ein Minus. Das heißt, Alpha ist gleich, Alpha 1 ist, lambda 1 ist gleich Alpha minus 5 durch 1. Und die Länge von diesem Ding hier ist ja, wir erinnern uns, die einzelnen Komponenten ins Quadrat addiert und Wurzel drüber. Deswegen Wurzel 26. Also wählt man, wenn man den Vektor normieren würde, Alpha als 1 durch Wurzel 26. Man kann aber Alpha wirklich beliebig wählen, auch 1 oder sonst irgendwas, je nachdem, was man am schönsten zum Rechnen wählt. Das geht nicht nur von quadratischen Matrizen, man kann das von jeder Matrix machen. Hauptsache die Dinger sind quadratisch, denn sonst haben wir keine Einheitsmatrix passender Größe. So, wenn man hier zum Beispiel diese 3x3-Matrix mal nimmt, wieder in der diagonalen lambda abzieht, hier haben wir so schön viele Nullen, dass wir nur die Hauptdiagonale haben. Das ist hier dieses Element und da kann man direkt die Nullstellen ablesen. Und zwar hier für den ein Produkt ist genau dann Null, wenn einer der Faktoren Null ist. Und hier
Wäre Lambda 1, 1, Lambda 2, 3 und Lambda 3 eben 0. Jetzt muss ich zu allen drei Eigenwerten jeweils einzeln die Eigenvektoren bestimmen. Ich habe das mal exemplarisch für Lambda 1 gleich 1 gemacht. Einsetzen bedeutet hier wieder, für Lambda wird 1 eingesetzt, 1 minus 1 ist 0. 0, 0 bleibt. Minus 1 bleibt. 3 minus 1 ist 2. 0 bleibt. 0 bleibt. Minus 3 bleibt. Minus 1 einsetzen soll wieder mit x multipliziert gleich 0 sein. Und wir haben jetzt hier wieder zwei Gleichungen, aber drei unbekannte. Also wir haben wieder eine frei wählbar. Zum Beispiel Lambda x2 könnte Alpha sein. Dann ist x1 2 Alpha und x3 minus 3 Alpha. Ist immer am geschicktesten, die mit Alpha zu belegen, die hier solche Zahlen haben. Dann hat man keine Brüche. So, und dann haben wir x1 ist Alpha mal 2, 1, minus 3. Analog, das ist wieder etwas, was Sie in Ruhe nachvollziehen können, ergibt sich für Lambda 2, 3, x2 gleich Beta von 0, minus 1 und 1. Und der Eigenvektor zu Lambda 3 gleich 0 ist Gamma ist gleich 0, 0, 1. Die Buchstaben hier vorne vor sind wieder völlig frei wählbar. Wichtig ist nur, dass sie unterschiedlich sein können. So, als Übungsaufgabe noch zusätzlich, damit Sie es auch wirklich verstanden haben, ist Ihnen hier eine Matrix wieder geliefert. Wenn Sie es ausprobieren, Sie werden feststellen, dass Sie zwei gleiche Werte kriegen, also minus 1 doppelt. Und Lambda 3 ist 2. Man bekommt aber trotzdem drei Eigenwerte. Und zwar liegt das daran, dass wir, wenn wir das hinterher wieder einsetzen, hier eine quadratische Gleichung herausbekommen und das dann entsprechend auflösen können. Probieren Sie es aus, Sie werden merken, es funktioniert.